Hallo Leute, hier sind wieder MacPhysto 2051 und Baruna im See. Und wir befinden uns im Himmel, denn hier gibt es jede Menge zu essen. Nein, Quatsch, wir sind natürlich wieder auf dem Sky Factory Server. Ja, aber ist ja dem Himmel gleichzusetzen. Wir haben ein paar Legendary Loot Bags. Jawohl. Und machen mal wieder ein bisschen Säckchen öffnen. Genau, ich fange an. Ich habe einen mehr. drei Orberry Bush. Overgrowth Seed, Botania und ein bisschen Diamantrüstung. Jackpot, drei Wither Skeleton. Wow, zwei Silverwood Saplings und einen Lumium Ingot. Zwei fette Hamburger von Pam Harvestcraft und eine, ja, Diamanthose. Essence Barrel Bush und Resonant Ender Bucket. Vier Vibrant Alloy. Mana Pearl. Wieder zwei, die leitet Neil und eine Diamant, die Quatsch, Diamantur. Vier Lambdurf Mint Sauce. Aluminium Orberry Bush. Zwei, die leitet Neil und zwei Enderium Ingots. Vier Lambdurf Mint Sauce bei Necrotic Bone und ein Unstable Ingot, das ich noch drin lasse. Schon wieder? Hat man doch schon mal. Ja. Nochmal zwei, die leitet Neil, drei Orberry Bush, nervig. Und einen Chrism Cult Leggings. Ich wieder Orberry Bush, ein Signalum und eine Diamant Chestplate. Ja. So, ich hau hier alles Essbare in die Kiste, dann muss ich mich selber einsortieren. War ja nicht. Echt, viel. Das klappt? Sehr schön. Vier Delighted Meal und vier, zack. Wunderbar. Hat's geklappt? Jo. Ja. Gut. Halt, warte, kannst du das von mir noch mitnehmen? Wenn du schon rüber gehst. Hier. Kurz. Hier, alles weg damit. Brauche ich nicht. Ja, danke. Na gut. Du weißt ja, wie ich immer einsortiere. Kiste auf, rein, egal. Nee, egal. Diesmal ist Shadow, der sich aufregt. Shadow TSS ist auch hier auf dem Server, aber heute nicht bei der Aufnahme dabei. Ich habe inzwischen vier Silberwurzeln. Und ich hatte mit dir gerade gesprochen. Ich habe von Palms Harvestcraft ein Animal Trap gefunden. Ja, sehr schön. Und irgendjemand hat die Öfen entfernt. Wir haben keine Öfen mehr. Die habe ich hier. Ah, ist nicht schlimm. Ich habe mich nur gewundert. Da fliegt so eine Kiste und die Öfen sind weg, die schon immer da gestanden haben. Ja, ich dachte, die braucht ihr nicht. Aber ich bin fertig geworden mit der Fabrik. Echt? Voll cool. Ja. Also oben mit dem Maschinenraum. Genau. Also zumindest mit dem Teil, den wir bis jetzt brauchen. Die ganzen Pulver werden jetzt verarbeitet. Oh, inzwischen ist alles leer. Nein, das gepuderte Zinnerz noch nicht. Aber das wird auch abgepumpt. Diamanten und Emeralds lassen wir noch. Ich kann mir nie merken, was Emerald heißt. Gibt es einen extra Begriff für? Ja, das hatte ich letztens schon in Sax Numoria. Emerald kann ich mir nicht merken. Man könnte sich in den Arsch beißen, wenn man Smaragd oder so? Das könnte sein. Saphir und Smaragd. Also Saphir ist natürlich Saphir, aber Emerald könnte Smaragd sein. Ja, ich glaube Smaragd. Smaragdgrün, ja. Ja, die werden noch nicht absortiert, der Rest wird umgewandelt und gemacht. Das heißt, ich könnte irgendwann noch die anderen Kisten anschließen. Aber wir haben jetzt, könnten wir endlich das Pudermännchen wieder einschalten. Ich muss nur noch eine Farbe überlegen, mit wem ich das rausziehe. Eine Farbe, die ich noch nicht habe, am besten. Cyan. Ja, nicht mit Pink, Pink, Pink. Weil das ist die Essenskiste. Das hat mit dem Kabelsalat hier eh nichts zu tun. Ach so, Kabel. So, ich habe die Animal Trap, ich bin mal gespannt, was da jetzt mit passiert. Pflanze jetzt einfach mal draußen hin. Stellt einfach alles auf Zyan. Die hat 18 Slots und einen in der Mitte. Das nicht. Ach. Wahrscheinlich muss ich da irgendwas reinlegen, dass da irgendwas gefangen wird. Ich nehme mal ein paar Seeds mit und guck mal, ob die Compressed. Keine Seeds da. Scheiße. Ob die Compressed Chickens da reinwandern. Ja, ich bin gerade noch am auf Zyan umstellen. Dann sollte alles mit Zyan irgendwo rein. Und im Idealfall da hinten auch raus. Dann machen wir automatisch raus. Ne?
Always Active ist gut. Gucken wir, ob alles abgesaugt wird, was bis jetzt drin ist. Und dann gebe ich dem Männchen hier wieder Gas. Was haben wir jetzt? Die anderen zwei kriegen 2 reingepumpt. Lapis Lazuli geht schon wieder nicht raus. Geht nicht. Oh! Das habe ich falsch eingestellt. Dann muss Lapis Lazuli natürlich braun sein. Es ging nicht mit den Chicken. Dann müssen sie halt so sterben. Und alle Tiere werden spawnen wirklich immer außerhalb von unserer Plattform. Das ist voll nervig. Grau. Dafür muss ich in Grau reingehen. Ich habe mir noch ein paar kleine Farbprobleme. Leicht grau, grau. Dann kommt der Cobblestone rein, das ist schon mal richtig. Das hier in den Dust. Der Dust geht hoffentlich zu dem Männchen. Warum passiert nichts? Ah, immer aktiv. Oh Gott. Yes, das geht das Männchen ab. Geht das Männchen ab? Ich habe nämlich noch ein Raw Mutton gefunden. Aber es besucht Bone Meal, das heißt Bone Meal muss auch türkis sein. So. Kommen Loopback schmeißen unten rein. Sau geil. Das findet jetzt 7 bis 9 Sachen, das Männchen. Mit einem Staub. Der nicht komprimiert ist. Ja. Aus einem nicht komprimierten Staub. Ich habe das Gefühl, da läuft bald alles über. Statt das, was irgendwie weggearbeitet bekommen. Wo denn? Zeig mal. Wie geht hier, guck dir das Männchen an. Einfach rechts anklicken. Das hier, rechte im Kasten, rechts anklicken und dann gucken, wie schnell das da irgendwas rauspumpt. Es reicht gerade so. Ja, mit dem Rauspumpen reicht gerade so, aber guck dir dann an, wie schnell das geht. Und wie viel das herstellt aus einem blöden Staub. Wenn du überlegst, als wir da draußen gesiebt haben, waren wir froh, dass überhaupt was aus dem Staub rausgekommen ist. Am Anfang hat man ja wirklich eine Drop-Chance, die ab und zu null ist. Genau, und hier kommt dann teilweise mal 5, hatte ich jetzt als niedriges, teilweise schon 9 Sachen auf einmal. Ja, 8 habe ich schon gefangen, jetzt auch 9, ja. Ja, das ist super. Und da das Ganze zu langsam ist, brauche ich jetzt Diamanten und mache da vorne das etwas schneller. Mach doch noch ein Efficiency Fortune 4. Gibt's nicht. Nee? Das ist schon maximale Geschwindigkeit und maximales. Ah, hallo Shadow. Ja, hau ihn mal. Oh. Hallo. Ich gucke mal ins Hirn, der ist irgendwie leer. Sorry. War jetzt ein böser Witz, vor allem über nicht anwesend. Ach, jetzt bin ich Diamanten mitgenommen. Ich wollte ja 4 Hämmer machen. Ey, jetzt werde ich schon als Unbeteiligter gehauen. Er kann deinen Witz gar nicht gehört haben. Es ist ja nicht live, was wir hier machen. Ja, er ist nicht dabei, er ist nicht dabei. Also er hört uns nicht, er sieht uns nur. So. Also, ja. Essen kriege ich alles gebacken nebenbei. Wortwörtlich, haha. Ja, ich wollte noch was machen. Ich wollte nach den... was wollte ich denn machen? Floor, ich habe irgendwie... Ich habe einen Mörsel gebaut, aber ich weiß nicht mal warum. Ein Mörsel? Mörser vielleicht? Ja, so einen kleinen zum Essen machen. Ja, Mörser. Mörsel. Der heißt, glaube ich, hier so. Kann es nicht sein? In echt heißt, in Deutsch heißt aber Mörser. Jetzt machen wir noch durcheinander. 3-mal richtig groß. So, ich habe jetzt Diamanthämmer in den Autohämmer gesetzt, damit 3 Hämmer drin sind. Man sieht das dann auch und dann geht das viel schneller. Weil jetzt ist der limitierte Faktor tatsächlich. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Warum ist da jetzt Sand bei dem Männchen drin? Hat uns da einer verarscht und einen Streich gespielt? Ich nicht. Das Problem ist, der macht ja dann nicht mehr leer, gell? Irgendwas stimmt gar nicht. Chicken Mayonnaise kann man auch nicht herstellen. Ah doch, wir haben Eier. Ah!
Wenn du exotische Samen möchtest, ich habe 4 Stück. Was? Achso, exotisch. Ja, aber ich weiß nicht, was da rauskommt. Ich glaube, das ist einfach ein Jungle Wood. Ja, ich weiß aber, wo der Fehler liegt. Ach, verdammt. Deswegen war das weiß. Ich hätte gerne noch ein paar Palmsalescraft Seeds. Shit. Weiß war richtig. Obwohl, die klopfen das auch so schnell weg. Wir brauchen einfach mehr Klopfer. So wird, warum macht der eigentlich nichts? Grau rein, leicht grau raus. Grau rein. Ah, der ist nicht an. So, jetzt ist die Reihenfolge hier nochmal richtig. Jetzt kommt auch hoffentlich Staub da an. Nein, irgendwie immer noch nicht. Also ich guck gerade hier nochmal aus, was ich denn diese doofen Seeds kriegen könnte. Ja, also ich krieg jetzt lauter lustige Sachen, ist auch interessant. Kakaobohnen haben wir jetzt bekommen. Haben wir, glaube ich, schon ein paar. Certus Quarz selber. Okay, wir brauchen auf jeden Fall auch noch irgendwann nicht so weit zermahlenes. Warum geht bei Weiß jetzt nichts mehr? Das Rezept nicht mehr. Ja, ich bin gerade auch total überfordert, warum das nicht funktioniert. Irgendwas hätte da ganz einfach gehen sollen und tut's mal wieder nicht. Wir haben hier jede Menge Kies drin. Der Kies wird weiß rausgepumpt. Es soll hier rein. Ach, das ist leicht grau. Bei mir liegt es an der Farbe. Pumpkin. Ah, aus Potzoll kann ich diverse Dings kriegen. Verschiedene Dingsbäume. Okay. Maulobeeren und so weiter kann man auch kriegen. Also dann brauche ich so ein Potzoll. Potzoll brauche ich. Da haben wir ja bestimmt hinten welches. Vorher hau ich noch den Enderman. Die Enderperlen. Gut, bei mir geht es jetzt auch wieder vorwärts. Nur, dass ich viel zu wenige Maschinen habe, die das herstellen, aber viel zu viele Abnehmer, die es verbrauchen. Hallo Endermann, er ist zu mir gekommen. Nein, ich habe ihn getötet. Er hat mir 4 Enderperlen gespendet. Potzoll. Da. Brauchst du ja nicht, oder? Nein. Oh, das ist ein Hütchen. Wahrscheinlich ist aber jetzt mein Efficiency-Buch weg, weil ich dir vorhin gesagt habe, das könnt ihr benutzen. Nö, ist immer noch da. Ist ja auch okay. Nö, ich habe mir selber eins gebaut. Gucken wir mal, was für Bäume da rauskommen. Peach, Almond, Pistachio. Ja, endlich, dann kann ich doch die Ding machen. Lime, Coconut, Nutmeg, Pecan. Klappt. Sehr gut, alles. Oh Gott, kommen da viele Dinger raus. Das ist Cherry Sapling. Guck mal da rein. Achso, das ist Shadow. Ja, siehst du mal, ich verbrauche das Zeug hier so schnell. Ja, der wundert sich gerade auch, wo ich die Dinger herkriege. Also das heißt, ich muss noch so eine Farm anlegen. Sorry, ich habe hier dazwischen gequatscht. Nicht schlimm. Ich bin jetzt froh, dass ich das mit den blöden Farben endlich hinbekommen habe. Ich bräuchte halt mehr Hämmer. Noch mehr. Was ist denn hier alles wieder drin? Nichts, was ich brauchen kann. Ja, nee, da ist nur oben noch Flint und Kohle. Die habe ich noch nicht sinnvoll sortiert. Da müsste ich noch ein Dimensionsfass machen. Verdammt. Alles voll. Ich habe stattdessen einfach mal eine DSU hingestellt. Das heißt alles voll. Das meiste hier ist leer. Sieht man doch. Ja, bei mir hier. Mein Männchen war voll. Das hat keinen Platz mehr gehabt, um die Sachen zu sieben.
Ein bisschen auch noch. Da haben wir dann. Alter, wie viele Bäumchen kommen da raus? Mein Inventar ist voll. Ich mache einfach noch zwei Autohämmer. Jetzt auch kein Problem mehr. Jetzt haben wir wirklich Rohstoffe. Man merkt aber, dass es bei mir da drin schon auf die Performance geht. Mein Inventar ist voller Bäumchen. Ich habe keinen Platz mehr. Gibt's ja nicht. Ich hätte Eisen mitnehmen sollen. Irgendwo eine Kiste. Bitte bringt Zeit, dass wir langsam mal so ein MI bauen. Wenn wir genug Ressourcen haben, dann könnten wir das mal angehen. Ich würde ja am liebsten hier diesen Raum am besten nochmal umbauen, aber er ist so schön, aber... Den oberen? Den unteren? Ne, hier die Fabrikhalle. Jetzt hast du dich so lange abgemüht. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, ob man das mit Fässern sinnvoll umbauen kann. Müsste ich mich mal informieren. Ich glaub's nicht. Jetzt hauen wir jetzt alle Bäumchen hier rein. Und ich glaube, was sagt denn die Zeit? 16. Okay, das schaffe ich noch. Krieg ich noch zwei Autohämmer hin. Beeil mich gerade auch. Quatsch. So natürlich. Vier Druckplatten. Ich habe natürlich wieder die Diamanten für den Diamanthammer vergessen. Oh, der hat überlebt. Da springt der Enderman wirklich vor mich. Oh, schon wieder voll. Ey, so viele Bäumchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Brauche ich meinen neuen Computer. Warum? Also so in echt meinst du? Ja. Mehr Leistung. Hör, hör, hör. Ach, und gepennt. Ich will zwei Teile machen und hol mir genug Diamanten für einen Hammer. Ja, ja. Pflaume, Pfirsich, Aprikose, Bananenbaum. Bisschen weit hergeholt, aber egal. Pistazie. Was ist Pier Birne, glaube ich, gell? Ja, müsste sein. Orange, Gooseberry, Walnuss, Paperbark, Avocado. Also ich habe hier wirklich jetzt alles an Bäumchen. Doch gut. Damit können wir wirklich dann in die Sandwich-Branche aufbrechen. Wird mein neuer Berufszweig. Ja, das musst du in echt machen, so eine Sandwich-Bude auf. Ja. Wenn du das erstmal ordentlich aufgezogen hast, kannst du damit richtig Geld verdienen. Na! Ah! Ich hab noch auf dem Teleporter gestanden. So, das war nicht so gedacht, aber who cares. So, jetzt muss ich noch einmal den holen und dann zeige ich euch die ganze Pracht. Ja, und Hunger. Und da kann man noch ein bisschen durchgehen. So, nochmal nachgucken. Grau rein. Zwei, vier, sechs, acht, neun, zehn, zwölf. 14 Stacks XP-Bären fast. Das müssten wir auch mal noch automatisieren. Und leicht grau raus. Jodler, mehr Autohämmer. Alle klopfen fleißig Cobblestone kaputt. Wir haben noch mehr Produktion als wir verwenden. Sehr gut. Wo kommt da eine Spinne her? Weiß ich nicht. Ich habe hier immer wieder Mobs in meinem Haus. Das gibt's nicht. Also in unserem Haus. Ne? Ich weiß nicht, wo die herkommen. Da unten können sie nicht spawnen. Da sind nämlich Slabs drauf. Ah, die ist unten im Keller. Wir stellen immer noch zu wenig Kies her. Kommt kein Kies hier an. Dann musst du da nochmal nachbessern, auf jeden Fall. Kann ja wohl nicht sein, dass du hier kein Kies produzierst. So, ich habe 9 in der Reihe sind's, gell? Ja. 9, 18, 27 und 18. 35 verschiedene Bäumchen. Leicht grau. Leicht grau ist richtig. Ja, ich gucke mir das nochmal an, warum es nicht funktioniert. Es kann nicht sein, dass ich mit 2, 4, 5 Autohämmern nur... Au! Das Ding, du. ...zwei Leute hier versorgen kann. Also
müssen wir hier vorne einfach noch Diamanthämmer einführen. Komm rüber, komm rüber. Der ist auch immer voll. Aber es dauert immer. Ich glaube, die sind einfach zu langsam, die Autohämmer. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Männchen schon verdammt gut sind. Und dabei sind sie noch nicht mal so schnell, wie sie sein könnten. Ich glaube, das sollte man vielleicht einfach noch hier vorne ein paar Diamanthämmer reinmachen. Das geht dann viel schneller. Ja. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Holz und lasse die Auto craften und dann sehen wir mal. Ich bin dann soweit fertig. Wir sind bei 20 Minuten. Ja, ich mache hier gerade noch ein bisschen XP-Bären im Tank. Ja, ich mache jetzt auch nur noch schnell ein paar Stöcke und dann war's das. Ach. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bedanke mich Mephisto fürs dabei sein. Schaut einfach mal bei seinem Kanal vorbei, auf Mephisto2051 in der Beschreibung verlinkt. Jawohl, und Varuna, die Beschreibung Verlinkung kommt demnächst. Das sagst du schon seit 5 Folgen. Ja, die ja so lange her sind. In real time. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao, Leute. Ich zeige euch gerade noch einmal, dass das jetzt hoffentlich klappt. Und das war's dann. Ja, mit den Hämmern hier vorne geht's. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Varuna. Ciao. Ciao, Leute.